einer der beunruhigendsten Züge des gegenwärtigen intellektuellen Klimas ist die Zuversicht, mit der irrationale Ansichten vertreten und so oft als fast selbstverständlich hingenommen werden. Ich denke hier insbesondere an den Relativismus. Der Relativismus ist die Lehre, dass die Wahrheit von unserem intellektuellen Nährboden abhängt, also von unseren oft unbewussten Voraussetzungen, von unserem sozialen oder kulturellen Standort. Der Relativismus behauptet, dass die Wahrheit sich mit dem intellektuellen Standort ändern kann. Dass es also zum Beispiel eine kapitalistische Wahrheit gibt, die von der proletarischen Wahrheit verschieden ist, oder dass die Wahrheit von unserem Interesse abhängt. Besonders verwerflich ist dieser Relativismus, wenn er die intellektuelle Einheit der Menschheit untergräbt, wenn er behauptet, dass sich verschiedene Kulturen, verschiedene Generationen, verschiedene Klassen oder verschiedene historische Epochen gegenseitig nicht verstehen können. In dieser Sendung versuche ich, den Relativismus zu kritisieren. Ich versuche zu zeigen, dass hinter dem Relativismus das steht, was ich den Mythos vom intellektuellen Standort nennen will. Ich werde diesen Mythos erklären und kritisieren. Ich glaube, dass die Verfechter des Relativismus ein Niveau anstreben, ein Niveau des gegenseitigen Verstehens, das unrealistisch hoch ist. Wenn wir dieses Niveau dann nicht erreichen können, dann behaupten sie, dass ein Verstehen unmöglich ist. Dagegen behaupte ich, dass ein sehr weitreichendes Verständnis möglich ist, wenn nur der gute Wille vorhanden ist, wenn nötig auf beiden Seiten. Man muss sich nun manchmal ein wenig bemühen oder vielleicht sogar wirklich anstrengen. Diese Anstrengungen werden sich oft sehr lohnen, denn wir lernen durch sie sowohl unsere eigenen Ansichten besser kennen, als auch jene Ansichten, mit denen wir konfrontiert werden. Wir lernen sie besser zu verstehen. Es ist wichtig, den Relativismus zu bekämpfen. Erstens, weil es eine These, die These, dass es keine objektive Wahrheit gibt, eine objektiv falsche These ist. Zweitens, weil das Wettrüsten, das Ziel zu überleben, heutzutage fast identisch gemacht hat mit dem Ziel, sich gegenseitig zu verstehen. Ich glaube, dass der größte Schritt auf eine bessere und friedvollere Welt hin getan ist, wenn man beginnt, den Krieg der Schwerter durch einen Krieg der Worte zu ersetzen und wenn man beginnt, den Standort des anderen zu verstehen. Darum ist mein Thema von praktischer Bedeutung. Aber lassen Sie mich zunächst genauer erklären, was mein Thema ist und was ich mit dem Untertitel »Der Mythos vom intellektuellen Standort« meine. Ich will einen Mythos diskutieren und dagegen argumentieren. Einen meiner Meinung nach unhaltbaren Mythos, eine unhaltbare Geschichte, die weithin akzeptiert wird, besonders in Deutschland. Von dort drang sie nach Amerika, wo sie sich nahezu überall durchgesetzt hat. Ich fürchte, dass auch die Mehrzahl meiner jetzigen Hörer daran glaubt, bewusst oder unbewusst. Der Mythos vom Standort kann folgendermaßen in einem Satz zusammengefasst werden. Es ist unmöglich, ein Problem rational und fruchtbar zu diskutieren, wenn die Teilnehmer nicht auf einem gemeinsamen Boden von Grundannahmen stehen
oder wenn sie nicht wenigstens der Diskussion zuliebe einen solchen gemeinsamen intellektuellen Standort provisorisch akzeptieren. Das ist der Mythos, den ich jetzt kritisieren werde. So wie ich den Mythos soeben formuliert habe, klingt der Mythos wie eine nüchterne Feststellung oder wie eine feinfühlige Warnung, die wir beachten sollten, um eine rationale Diskussion zu fördern. Manche glauben sogar, dass er ein logisches Prinzip ist oder auf einem logischen Prinzip beruht. Ich aber glaube, ganz im Gegenteil, dass er nicht nur eine falsche Feststellung ist, sondern auch eine schädliche Feststellung, die, sofern sie weithin geglaubt wird, die Einheit der Menschheit unterminieren muss und die Wahrscheinlichkeit von Gewaltanwendung und Krieg erheblich steigern muss. Ich möchte aber sofort zugeben, dass der Mythos ein Körnchen Wahrheit enthält. Obwohl ich behaupte, dass es eine ungeheure Übertreibung ist, zu sagen, dass eine fruchtbare Diskussion unmöglich ist, wenn die Teilnehmer nicht einen gemeinsamen Standort haben, so bin ich doch sofort bereit zuzugeben, dass eine Diskussion unter Teilnehmern, die keinen gemeinsamen Standort haben, schwierig sein kann. Eine Diskussion kann auch dann schwierig sein, wenn die Standorte nur wenig gemein haben. Und sie wird im Allgemeinen weniger schwierig sein, je mehr sich die Standorte überschneiden. Wenn die Teilnehmer in allen Punkten einer Meinung sind, wird die Diskussion oft leicht und reibungslos sein, obwohl sie dann wahrscheinlich auch ziemlich langweilig sein wird und nicht sehr aufschlussreich. Nun, wie steht es wirklich mit der Fruchtbarkeit? In der Formulierung, die ich dem Mythos gab, ist es die fruchtbare Diskussion, die als unmöglich erklärt wird. Dem werde ich die These entgegensetzen, dass eine Diskussion zwischen solchen, die viele Ansichten gemeinsam haben, wahrscheinlich nicht sonderlich fruchtbar sein wird, obwohl sie wohl angenehm und höchst befriedigend sein mag. Während eine Diskussion zwischen Verfechtern stark voneinander abweichender Standorte außerordentlich fruchtbar sein kann, obwohl sie gewöhnlich schwierig sein wird und vielleicht nicht ganz so angenehm. Aber wir können lernen, Gefallen an solchen Diskussionen zu finden. Man kann wohl sagen, eine Diskussion war umso fruchtbarer, je mehr ihre Teilnehmer daraus lernen konnten. Und das heißt, je mehr interessante und schwierige Fragen ihnen gestellt wurden, über je mehr neue Antworten sie nachzudenken hatten, je mehr sie in ihrer Überzeugung erschüttert wurden und je mehr sie nach der Diskussion die Dinge anders sahen als vorher. Kurz, je mehr ihr intellektueller Horizont erweitert wurde. Fruchtbarkeit in diesem Sinn hängt fast immer von der ursprünglichen Kluft zwischen den Meinungen der Diskussionsteilnehmer ab. Je größer die Kluft, umso fruchtbarer kann die Diskussion sein. Immer vorausgesetzt, dass eine solche Diskussion nicht völlig unmöglich ist, wie es der Mythos vom Standort behauptet. Ist so eine Diskussion unmöglich? Nehmen wir einen extremen Fall. Herodot erzählt eine sehr interessante, wenn auch etwas grausige Geschichte vom Perserkönig Darius I., der den griechischen Bewohnern seines Landes eine Lektion erteilen wollte. Bei den Griechen war es Brauch, ihre Toten zu verbrennen. Darius berief, so lesen wir bei Herodot, die in seinem Lande lebenden Griechen zu sich und frug sie, um welche Geldsumme sie bereit wären, die Leichen ihrer Väter zu essen. Sie antworteten, dass nichts auf der Welt sie zu so etwas bringen könnte. Darauf rief Darius,
die Kalatier zu sich, die tatsächlich die Leichen ihrer Väter aßen, und frug sie in Anwesenheit der Griechen, die einen Übersetzer zur Verfügung hatten, um welche Geldsumme sie sich bereit erklären würden, die Körper ihrer verstorbenen Väter zu verbrennen. Sie schrien laut auf und flehten Darius an, eine solche Abscheulichkeit nicht einmal auszusprechen. Das ist Herodots Bericht. Darius, so vermute ich, wollte die Wahrheit des Mythos vom Standort demonstrieren. Es wird uns hier zu verstehen gegeben, dass sich eine Diskussion zwischen den beiden Parteien selbst mit Hilfe eines Interpreten als unmöglich erwiesen habe. Es war ein extremer Fall einer Konfrontation. Aber angenommen, diese Konfrontation vom König Darius inszeniert sei tatsächlich vorgekommen, war sie wirklich unfruchtbar? Ich bestreite das. Es besteht kaum ein Zweifel, dass beide Parteien von dem Erlebnis tief erschüttert waren. Ich für meinen Teil finde die Idee des Kannibalismus genauso abstoßend, wie es die Griechen am Hofe des Königs Darius fanden. Und ich nehme an, Sie, verehrte Hörer, empfinden dasselbe. Aber diese Empfindung sollte uns umso wacher und aufnahmsbereiter für die bewundernswerte Lehre machen, die Herodot aus dieser Geschichte ziehen wollte. Herodot gibt zu verstehen, dass wir mit Toleranz und sogar mit Respekt auf Bräuche oder Konventionen schauen sollten, die von unseren eigenen Konventionen abweichen. Wenn diese Konfrontation wirklich stattfand, dann haben vielleicht einige der Beteiligten wirklich so aufgeklärt reagiert, wie es Herodot wollte. Sie haben vielleicht etwas gelernt. Daraus können wir unsererseits lernen, dass die Möglichkeit einer fruchtbaren Konfrontation selbst ohne Diskussion existiert und auch zwischen Standorten, denen sich die Teilnehmer tief verpflichtet fühlen. Wir dürfen natürlich nicht zu viel erwarten. Wir dürfen nicht erwarten, dass eine Konfrontation oder auch eine lang anhaltende Diskussion damit enden wird, dass die Einigkeit zwischen den Teilnehmern erzielt wird. Aber ist Einigkeit immer wünschenswert? Nehmen wir an, es findet eine Diskussion statt und zur Debatte steht die Wahrheit oder Falschheit einer Theorie oder mehrerer konkurrierender Theorien. Wir, also die rational denkenden Zeugen oder Richter der Diskussion, möchten natürlich, dass die Diskussion damit endet, dass sich alle Parteien darin einig sind, dass eine der Theorien wahr ist, dann nämlich, wenn sie wirklich wahr ist. Oder dass gewisse Theorien falsch sind, dann nämlich, wenn sie wirklich falsch sind. Wir möchten, dass die Diskussion nach Möglichkeit zu einem wahren Urteilsspruch führt. Dagegen wünschen wir nicht, dass über die Wahrheit einer Theorie Einigkeit erzielt würde, wenn diese Theorie in Wirklichkeit falsch war. Und selbst wenn sie wahr war, möchten wir lieber, dass keine Einigkeit über ihre Wahrheit erzielt würde, wenn die Argumente, die die Theorie stützten, viel zu schwach waren, um einen solchen Schluss zu rechtfertigen. In diesem Fall ist es uns lieber, wenn keine Einigkeit erreicht wird. Ich würde also sagen, dass eine Diskussion dann fruchtbar war, wenn die Teilnehmer neue und interessante Argumente vorgebracht haben, auch wenn diese Argumente nicht schlüssig waren. Schlüssige Argumente sind ja, außer in den trivialsten Fällen, sehr selten, obwohl Argumente gegen eine Theorie manchmal ziemlich stark sein können. Wenden wir uns noch einmal der Konfrontation bei Herodot zu,
So können wir jetzt sehen, dass selbst in diesem extremen Fall, wo keine Einigung in Sicht war, die Konfrontation nützlich sein konnte und dass sie Früchte trug, wenigstens für Herodots eigene intellektuelle Erziehung. Ich möchte jetzt zeigen, dass wir selbst und unsere Einstellungen, also intellektueller Standort, weitgehend das Ergebnis solcher Konfrontationen und solcher oft ergebnisloser Diskussionen sind. Was ich meine, kann in der These zusammengefasst werden, dass unsere westliche Zivilisation das Resultat der Kollisionen und der Konfrontationen verschiedener Kulturen ist, also der Konfrontation von Standorten. Unsere Zivilisation, die in ihren besten Formen als eine rationalistische Zivilisation bezeichnet werden kann, ist ja weitgehend das Ergebnis der griechisch-römischen Zivilisation. Aber sie erwarb viele von ihren Zügen, etwa das Alphabet und das Christentum, nicht durch Kollision zwischen Römern und Griechen, sondern durch Kollisionen mit den Juden, den Phöniziern und anderen nahöstlichen Zivilisationen und auch durch die germanischen und islamischen Invasionen. Aber wie steht es mit dem eigentlichen griechischen Wunder, mit dem Aufstieg der griechischen Dichtung, Kunst, Philosophie und Wissenschaft im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, mit dem Ursprung der westlichen Demokratie und des westlichen Rationalismus? Ich habe seit vielen Jahren behauptet, dass das griechische Wunder, soweit es überhaupt erklärt werden kann, auch das Resultat des Zusammenpralls von Kulturen ist. Mir scheint, dass das eine der Lehren ist, die uns Herodot in seiner Geschichte zu geben versucht. In der Tat, die Rolle, die der Zusammenprall der Kulturen beim Aufstieg der griechischen Wissenschaft spielte, vor allem in der Mathematik und Astronomie, ist recht gut bekannt und man kann sogar ziemlich genau angeben, in welcher Weise die verschiedenen Kollisionen fruchtbar wurden. Unsere Ideen von Freiheit, Demokratie und Toleranz sowie die Ideen der Erkenntnis, der Wissenschaft und der Rationalität können bis zu diesen Anfängen zurückverfolgt werden. Von allen diesen Ideen scheint mir die Idee der Rationalität die grundlegendste zu sein. In der Anwendung auf unsere Versuche, die Welt, in der wir leben, zu verstehen, also in der Anwendung auf den Aufstieg der Wissenschaft, hat die Rationalität zwei Komponenten. Die erste Komponente ist poetische Erfindungsgabe, also die Mythenbildung, das Erfinden von Geschichten, die die Welt erklären. Diese Mythen sind oft polytheistisch. Die Menschen fühlen, dass sie in den Händen unbekannter Mächte sind und sie wollen die Welt und das menschliche Leben und den Tod durch die Erfindung von Geschichten oder Mythen über diese Mächte verstehen und erklären. Diese erste Komponente, die Mythenbildung, die vielleicht so alt ist wie die menschliche Sprache selbst, ist von grundlegender Bedeutung. Sie scheint universell zu sein. Alle Stämme, alle Völker haben solche erklärenden Geschichten in der Gestalt von Märchen oder Mythen. Es scheint, dass die Erfindung von Erklärungen und erklärenden Mythen eine der Grundfunktionen der menschlichen Sprache ist. Die zweite Komponente ist vergleichsweise jüngeren Datums. Sie ist griechisch und scheint nach der Einführung der Schrift in Griechenland entstanden zu sein oder sich wenigstens nach der Einführung der Schrift entwickelt zu haben. Sie kam anscheinend mit Anaximander auf, dem zweiten der ionischen Philosophen. Es handelt sich um die Erfindung der Kritik
der kritischen Diskussion der verschiedenen erklärenden Mythen mit dem Ziel, sie bewusst zu verbessern. Das führt zur Gründung der kritischen, der rationalistischen Tradition. Die kritische Tradition besteht in der Verwendung der Methode, eine überlieferte Erzählung, einen Mythos, eine Erklärung zu kritisieren und dann zu einer neuen, verbesserten, einfallsreichen Erklärung zu kommen, die ihrerseits der Kritik unterworfen wird. Diese Methode, so denke ich, ist die Methode der Wissenschaft. Sie scheint nur einmal in der menschlichen Geschichte erfunden worden zu sein. Sie starb im Westen, als die athenischen Schulen durch das siegreiche und intolerante Christentum abgeschafft wurden, wenn sie auch im Mittleren Osten noch eine Zeit lang fortlebte. Zu Grabe getragen wurde sie während des Mittelalters. Und sie wurde nicht von Neuem wiedererfunden, als vielmehr wiederentdeckt mit der griechischen Philosophie und der griechischen Wissenschaft. Aber ich möchte jetzt wieder auf den Mythos vom Standort zurückkommen. Es gibt viele Gründe, warum dieser Mythos oft für eine evidente Wahrheit gehalten wurde. Eine dieser Tendenzen habe ich bereits erwähnt. Sie entsteht aus einer zu optimistischen Erwartung hinsichtlich des Ergebnisses von Diskussionen. Die Erwartung, dass jede fruchtbare Diskussion zu einem entscheidenden und verdienten intellektuellen Sieg der Wahrheit über die Falschheit führen sollte. Wenn man findet, dass eine Diskussion das nur sehr selten zustande bringt, dann führt die enttäuschte Erwartung zu einem allgemeinen Pessimismus. Man zweifelt dann überhaupt, ob eine rationale Diskussion einen Wert haben kann. Eine zweite Tendenz, auf die man besonders achten muss, hängt mit dem historischen oder kulturellen Relativismus zusammen, dessen Anfänge vielleicht bei Herodot zu finden sind. Herodot scheint einer der ungewöhnlichen Menschen gewesen zu sein, die fähig sind, ihren geistigen Horizont durch Reisen zu erweitern. Zunächst war er zweifellos erschrocken über die fremdartigen Gebräuche und Einrichtungen, die er in Ostasien antraf. Aber er lernte sie zu respektieren. Andere sah er kritisch und andere wieder als das Ergebnis geschichtlicher Zufälle. Er lernte, tolerant zu werden und er erwarb sogar die Fähigkeit, die Bräuche und Einrichtungen seines eigenen Landes mit den Augen seiner barbarischen Gastgeber zu sehen. Das ist an sich sehr heilsam, aber es kann auch zum Relativismus führen, das heißt zu der Ansicht, dass es keine absolute oder objektive Wahrheit gibt, sondern nur eine Wahrheit für die Griechen, eine andere für die Ägypter und wieder eine andere für die Syrier und so weiter. Ich glaube nicht, dass Herodot diesen Fehler beging, aber andere begingen ihn. Ihr Motiv war oft bewundernswert. Es war ein Gefühl der Toleranz. Aber sie verbanden dieses bewundernswerte Gefühl mit einer zweifelhaften Logik. Es gibt natürlich ein Argument für den kulturellen Relativismus, das offensichtlich richtig ist. In England, Australien und Neuseeland fährt man auf der linken Straßenseite, während man in Deutschland, auf dem europäischen Kontinent überhaupt, in Amerika und in den meisten anderen Ländern auf der rechten Straßenseite fährt. Man braucht natürlich eine Verkehrsregel und die Wahl, rechts fahren oder links fahren, ist offensichtlich willkürlich und rein konventionell. Es gibt viele ähnliche Regeln von größerer oder geringerer Bedeutung, die willkürlich oder vielleicht gewohnheitsmäßig sind. Dazu zählen die abweichenden Ausspracheregeln und Rechtschreibregeln in Deutschland und in Österreich.
Zwei voneinander abweichende Rechtschreibregeln könnten, ähnlich wie verschiedene Verkehrsregeln, aufgrund von Konventionen nebeneinander bestehen. Solange wir nur solche konventionelle und willkürliche Regeln und Gewohnheiten betrachten, ist der Mythos vom Standort wahr, aber trivial. Er hat keine Aussicht, ernst genommen zu werden. Die Lage ändert sich, wenn wir andere Einrichtungen, Gesetze oder Gewohnheiten betrachten, zum Beispiel solche, die mit der Justizverwaltung eines Staates zu tun haben. Verschiedene Gesetzgebungen können für die Staatsbürger lebenswichtige Unterschiede bedeuten. Einige Gebräuche können grausam sein, andere können wichtige Hilfe bedeuten. Manche Länder beschützen mit ihren Gesetzen die persönliche Freiheit der Staatsbürger. Und schon das Nachbarland tut es vielleicht weniger oder gar nicht. Ich bin der Meinung, dass eine kritische Diskussion einer solchen bedeutsamen Frage nicht nur möglich, sondern dringend nötig ist. Jedenfalls hört sich hier der Relativismus auf. Gesetze können verbessert werden. Der amerikanische Sprachforscher Benjamin Whorf und auch einige seiner Nachfolger haben gesagt, dass wir in einer Art von intellektuellem Gefängnis leben, einem Gefängnis, das aus den Strukturregeln unserer Sprache gebaut ist. Ich will diese Metapher gerne akzeptieren, möchte aber hinzufügen, dass es ein etwas sonderbares Gefängnis ist, da wir es normalerweise nicht als Gefängnis empfinden. Aufmerksam werden wir ja darauf erst durch den Zusammenprall der Kulturen. Aber genau diese Aufmerksamkeit erlaubt es uns, aus dem Gefängnis auszubrechen, wenn wir wollen. Wir können unser Gefängnis dadurch überwinden, dass wir die neue Sprache untersuchen, sie mit unserer eigenen vergleichen und ihre neuen Möglichkeiten ausnützen. Zugegeben, wenn wir so aus unserem Gefängnis ausbrechen, so geraten wir in ein neues Gefängnis, aber es ist ein viel größeres und weiteres Gefängnis und ebenso wie vorher werden wir unter diesem neuen Gefängnis nicht leiden oder besser. Wir haben jederzeit die Freiheit, es kritisch zu untersuchen und so wiederum in ein noch geräumigeres Gefängnis auszubrechen. Das ursprüngliche Gefängnis ist unser Standort, unser sprachlicher Standort. Und wer keine Gefängnisse mag, wird sich sowohl gegen den Standort wie gegen den Mythos vom Standort auflehnen. Gegen den Mythos von der Unüberwindlichkeit des Standortes. Wir wollen eine rationale Diskussion mit einem Partner, der von einem anderen Standort kommt, aus einer anderen Welt, einer anderen Sprache. Denn das gibt uns Gelegenheit, unsere bisher unbemerkten Ketten zu entdecken, sie zu zerbrechen und so über uns selbst hinaus zu gelangen. Dieser Ausbruch aus dem eigenen Gefängnis ist natürlich keine Routine. Er kann nur das Ergebnis einer kritischen Bemühung sein, einer schöpferischen Bemühung. Ich möchte jetzt noch versuchen, diese Analyse auf einige Probleme auszudehnen, die in einem Gebiet aufgetaucht sind, an dem ich besonders interessiert bin, nämlich in dem der Philosophie der Wissenschaft. Es ist jetzt über 50 Jahre her, seit ich zuerst auf den Mythos vom Standort gestoßen bin. Ich gelangte nicht nur bis dahin, sondern auch sogleich darüber hinaus. Während der berühmten und hitzigen Diskussion nach dem Ersten Weltkrieg fand ich heraus, wie schwer es war, mit Leuten umzugehen, die einen Standort, eine Ideologie gefunden haben und die nun in einem geschlossenen Rahmen leben. Ich meine Leute wie die Marxisten, die Freudianer und die Adlerianer. Keiner von ihnen war in der einmal angenommenen Weltanschauung zu erschüttern. Jedes Argument
gegen ihren Standort wurde von ihnen so gedeutet, dass es nicht nur hineinpasste, sondern den Standort verstärkte. Und wenn sich das als schwierig erwies, dann konnten die Psychoanalytiker oder die Sozioanalytiker immer so argumentieren. Kritik an freudianischen Ideen war auf Repression zurückzuführen. Kritik an marxistischen Ideen entstammte einem Klassenvorurteil. Und Kritik an adlerschen Ideen beruhte auf dem Zwang, seine Überlegenheit zu zeigen, ein Zwang, der sich aus dem Versuch ergab, ein Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren. Ich fand die Stereotypenmuster dieser Einstellungen deprimierend und sogar etwas komisch, umso mehr, als sich nichts dergleichen in den Debatten der Physiker über Einsteins allgemeine Relativitätstheorie fand, obwohl auch sie zu dieser Zeit heiß umstritten war. Die Lehre, die ich aus diesen Erfahrungen zog, war die: Theorien sind wichtig und unerlässlich, weil wir uns ohne sie in der Welt nicht orientieren können. Wir könnten ohne sie nicht leben. Sogar unsere Beobachtungen werden mit ihrer Hilfe interpretiert. Der Marxist sieht buchstäblich überall Klassenkämpfe. Also glaubt er, dass nur die, die absichtlich wegschauen, sie übersehen können. Ähnlich sehen die Freudianer überall Repression und Sublimation und die Adlerianer Minderwertigkeitsgefühle. Das zeigt, dass unser Bedürfnis nach erklärenden Theorien unstillbar ist. Und die Macht der Theorien ist unermesslich. Umso wichtiger ist es, sich davor zu hüten, das unkritische Opfer einer Theorie zu werden. Wir dürfen uns nicht selbst in ein geistiges Gefängnis einsperren. Ich wusste damals noch nichts über den Zusammenprall von Kulturen. Aber ich machte mir jedenfalls meinen Zusammenprall mit den Anhängern der verschiedenen Standorte oder Ideologien zunutze, um mir das Ideal der Selbstbefreiung aus intellektuellen Gefängnissen klarzumachen, aus Gefängnissen, in die man in jedem Augenblick seines Lebens unvermerkt gesteckt werden kann. Es ist offensichtlich, dass dieses Ideal der Selbstbefreiung, des Ausbruchs auf seinen derzeitigen Gefängnissen, seinerseits wieder ein Standort oder ein Gefängnis werden kann. Oder anders gesagt, wir können niemals absolut frei sein. Aber wir können uns immer wieder befreien, wir können unser Gefängnis immer wieder erweitern und wir können jedenfalls die Beengtheit dessen hinter uns lassen, der sich nach seinen Fesseln sehnt, des Ideologiesüchtigen. Zugegeben, unsere Weltauffassung ist in jedem Moment mit Theorien imprägniert. Aber das braucht uns nicht davon abzuhalten, die Theorien zu kritisieren und bessere Theorien zu entwerfen. Wie machen wir das? Der wichtigste Schritt ist die sprachliche Formulierung unserer Theorien. Das objektiviert sie und dadurch können wir sie zu Angriffspunkten unserer Kritik machen. So können wir unsere eigenen Annahmen durch konkurrierende Theorien ersetzen, durch konkurrierende Vermutungen. Und durch die kritische Diskussion dieser Theorien können wir Fortschritte erzielen. Dabei müssen wir uns von jeder besseren Theorie, das heißt von jeder Theorie, von der wir hoffen, dass sie eine Verbesserung sein wird, verlangen, dass sie mit der vorigen verglichen werden kann. Mit anderen Worten, dass die zwei Theorien nicht inkommensurabel sind, um einen Modebegriff zu verwenden. Die Astronomie des Ptolemäus zum Beispiel ist ganz und gar nicht inkommensurabel mit der von Aristarch und Kopernikus. Zweifellos erlaubt uns das kopernikanische System, die Welt auf eine völlig andere Weise zu sehen. Zweifellos gibt es da, psychologisch gesprochen, einen Gestaltwandel, wie Kuhn es nennt.
Das ist psychologisch vielleicht bedeutsam, aber wir haben nicht die geringste Schwierigkeit, die beiden Systeme logisch zu vergleichen. Tatsächlich war es eines von Kopernikus' Hauptargumenten, dass alle astronomischen Beobachtungen, die unter ein geozentrisches System gebracht werden können, durch ein einfaches Übersetzungsverfahren stets auch unter ein heliozentrisches System passen. Zwischen diesen zwei Ansichten von Universum gibt es große Unterschiede und die Tiefe der Kluft zwischen ihnen kann uns wohl erzittern lassen, aber man kann sie ohne Schwierigkeit vergleichen. Ich behaupte, dass ein solcher Vergleich zwischen Systemen immer wieder möglich ist. Theorien, die Lösungen derselben oder eng verwandter Probleme anbieten, sind fast immer vergleichbar und eine rationale Diskussion zwischen ihnen ist immer möglich und immer fruchtbar. Und solche Diskussionen sind nicht nur möglich, sondern sie finden auch dauernd wirklich statt. Insbesondere die Diskussionen in den Naturwissenschaften gehen also ständig weiter. Und obwohl es immer Versuche gibt, die offene Gesellschaft der Wissenschaftler in eine geschlossene Gesellschaft zu verwandeln, so sind bisher diese Versuche erfolglos geblieben. Meiner Meinung nach wäre ein Erfolg für die Wissenschaft verhängnisvoll, ja vernichtend. Die, die an den Mythos vom Standort glauben, unterscheiden scharf zwischen Perioden, die sie als normal oder rational kennzeichnen, in denen eine Wissenschaft sich innerhalb eines Standortes entwickelt, das sind die Perioden autoritärer oder geschlossener Wissenschaft, und Perioden der Krise und Revolution, die man nahezu als einen irrationalen Sprung vergleichbar einer religiösen Bekehrung von einem Standort zu einem anderen bezeichnen könnte. Ich gebe zu, dass es solche irrationale Sprünge, solche Bekehrungen gibt. Zweifellos gibt es auch Wissenschaftler, die einfach den Führern folgen oder die einem sozialen Druck nachgeben und eine neue Theorie wie einen neuen Glauben annehmen, weil ihnen der Experte, die Autorität, diesen neuen Glauben empfohlen hat. Ich muss leider zugeben, dass es auch in den Naturwissenschaften Moden gibt und auch sozialen Druck. Ich gebe zu, dass vielleicht der Tag kommen wird, da die soziale Gemeinschaft der Naturwissenschaftler hauptsächlich oder ausschließlich aus Wissenschaftlern besteht, die unkritisch ein dominierendes Dogma übernehmen, sodass die Wissenschaftler durch Moden umgestimmt werden und eine Theorie hauptsächlich deshalb akzeptieren, weil sie der letzte Schrei ist. Sie fürchten, sonst ins Hintertreffen zu kommen oder von der Mehrheit abgelehnt zu werden. Aber ich behaupte, dass dieser Tag das Ende der Wissenschaft sein wird, das Ende einer Tradition, die von Thales und Anaximander begründet und von Galilei wiederentdeckt wurde. Solange die Wissenschaft Wahrheitssuche ist, wird sie rationale, kritische Diskussion zwischen konkurrierenden Theorien sein und rationale, kritische Diskussion der revolutionären Theorie. Die rationale Diskussion entscheidet, ob die neue Theorie für besser als die alte gelten kann oder nicht. Das heißt, ob sie als ein Schritt zur Wahrheit hin gelten kann oder nicht. Vor fast 50 Jahren habe ich behauptet, dass auch Beobachtungen und Beobachtungsprotokolle bis zu einem gewissen Grad unter dem Einfluss von Theorien stehen oder, wenn man so will, unter dem Einfluss eines Standortes. Es gibt tatsächlich keine uninterpretierte Beobachtung, keine Beobachtung, die nicht bis zu einem gewissen Grad Theorie imprägniert ist. Schon unsere Augen und Ohren sind das Ergebnis evolutionärer Anpassungen. Das heißt, das Ergebnis der Methode von Versuch und Irrtum, die der Methode von Vermutung und Widerlegung entspricht.
Beide Methoden sind Anpassungen an Umweltbedingungen. Doch ich behaupte, dass die Tatsache, dass Beobachtungen Theorie imprägniert sind, weder zur Inkommensurabilität zwischen Beobachtungen noch zwischen Theorien führt. Denn die alten Beobachtungen können bewusst neu interpretiert werden. Das wird sogar gerade aufgrund der genetisch bedingten Interpretationen erleichtert. Zweifellos verstehen wir Menschen uns zum Teil deshalb so gut, weil wir so viele physiologische Mechanismen, die genetisch bedingt sind, gemeinsam haben. Doch ich behaupte, dass wir sogar unsere genetisch bedingte Physiologie überwinden können. Wir tun das durch eine kritische Methode. Wir können sogar etwas von der Sprache der Bienen verstehen lernen. Dieses Verständnis ist zugegebenermaßen hypothetisch und es ist sehr rudimentär. Aber fast alles Verstehen ist hypothetisch und mehr oder weniger rudimentär. Und mit der Entzifferung einer neuen Sprache fängt man immer nur in sehr rudimentärer Weise an. Es ist die Methode der Wissenschaft, die Methode kritischer Diskussion, die es uns möglich macht, sowohl unsere kulturell erworbenen wie auch unsere angeborenen Standortbedingungen zu überschreiten. Diese Methode ließ uns nicht nur den Bereich unserer Sinne überschreiten, sondern auch unsere teilweise angeborene Neigung, die Welt als ein Universum von identifizierbaren Dingen und ihren Eigenschaften zu betrachten. Seit Heraklit gab es Revolutionäre, die uns gesagt haben, dass die Welt nicht aus Dingen besteht, sondern aus Prozessen. Und dass die Dinge nur Dinge zu sein scheinen. In Wirklichkeit sind sie Prozesse. Das zeigt, wie kritisches Denken einen Standort selbst dann in Frage stellen und überschreiten kann, wenn er nicht nur in unserer konventionellen Sprache, sondern auch in unseren Genen verwurzelt ist, in dem, was man die menschliche Natur selbst nennen könnte. Aber selbst diese Revolution führt nicht zu einer mit ihren Vorläufern inkommensurablen Theorie. Die eigentliche Aufgabe der Revolution war es ja, die alte Kategorie der Dingheit zu erklären durch eine neue Theorie von größerer Tiefe. Zum Abschluss will ich noch kurz den Mythos vom Standort logisch kritisieren. Ich will so etwas wie eine logische Diagnose dieses fehlerhaften Mythos versuchen. Der Mythos vom Standort ist dasselbe wie die Lehre, dass man fundamentale Fragen nicht rational diskutieren kann oder dass man über Prinzipien nicht rational disputieren kann. Diese Lehre ist die Folge der irrigen Ansicht, dass jede rationale Diskussion von Grundsätzen, Prinzipien ausgehen muss oder, wie man sie oft nennt, von Axiomen, die ihrerseits dogmatisch hingenommen werden müssen, wenn wir einen unendlichen Regress vermeiden wollen. Dieser Regress wäre die Folge der angeblichen Tatsache, dass wir uns, wenn die Gültigkeit unserer Prinzipien oder Axiome rational diskutiert wird, wiederum an Prinzipien oder Axiome halten müssen. Gewöhnlich bestehen diejenigen, die diese Situation durchschauen, entweder dogmatisch auf der Wahrheit eines Standortes, eines Rahmens von Prinzipien oder Axiomen, oder sie werden Relativisten. Sie erklären, es gäbe verschiedene Rahmen und zwischen ihnen sei keine rationale Diskussion und folglich auch keine rationale Wahl möglich. Aber das alles ist falsch. Denn dahinter steht die stillschweigende Annahme, dass eine rationale Diskussion die Form einer Rechtfertigung oder eines Beweises oder einer Demonstration haben müsse oder die Form einer logischen Ableitung aus zugestandenen Prämissen.
Doch der Ablauf einer Diskussion, wie sie in den Naturwissenschaften geführt wird, hätte unseren Philosophen zeigen sollen, dass es noch eine andere Art von rationaler Diskussion gibt, eine kritische Diskussion. Eine solche kritische Diskussion trachtet nicht danach, eine Theorie zu beweisen oder zu rechtfertigen oder zu begründen, am wenigsten durch Ableitung aus höheren Voraussetzungen. Sondern die zur Diskussion stehende Theorie wird dadurch überprüft, dass man herausfindet, ob ihre logischen Konsequenzen alle annehmbar sind oder ob sie vielleicht einige unerwünschte oder unannehmbare Konsequenzen hat. Wir können also logisch zwischen einer falschen Methode der kritischen Diskussion und einer richtigen Methode der kritischen Diskussion unterscheiden. Die falsche Methode geht von der Frage aus, wie können wir unsere These oder unsere Theorie begründen oder rechtfertigen. Damit führt sie entweder zum Dogmatismus oder in einen unendlichen Regress oder zur relativistischen Lehre von inkommensurablen Standorten. Im Gegensatz dazu geht die richtige Methode der kritischen Diskussion von der Frage aus, was sind die Konsequenzen unserer verschiedenen konkurrierenden Theorien? Können wir sie alle annehmen? Diese Methode besteht also im Vergleich der Konsequenzen verschiedener Theorien oder, wenn man will, verschiedener Standorte, und sie versucht herauszufinden, welche der konkurrierenden Theorien oder Standorte Konsequenzen hat, die uns annehmbar erscheinen und welche nicht. Sie, die richtige Methode der Kritik, ist sich also der Fehlbarkeit aller unserer Methoden bewusst und versucht, alle unsere Theorien durch bessere zu ersetzen. Das ist zugegebenermaßen eine schwierige Aufgabe, aber keinenfalls eine unmögliche Aufgabe. Ich fasse zusammen. Fremde Standorte, Theorien, Theoriensysteme können, wie fremde Sprachen, Hindernisse für das Verständnis sein. Aber ein fremder Standort ist, genau wie eine fremde Sprache, kein absolutes Hindernis, kein absolutes Gefängnis. Und so wie es schwierig, aber höchst lohnend ist, ein Sprachhindernis zu durchbrechen, und so wie unsere Anstrengungen in diese Richtung nicht nur durch Erweiterung unseres intellektuellen Horizonts sich bezahlt machen, sondern uns auch Freude machen, so steht es auch mit dem Durchbrechen des Hindernisses, das in einem neuen Standort besteht. Ein solcher Durchbruch ist immer eine Entdeckung für uns und manchmal auch eine Entdeckung für die Wissenschaft.